Wir spielen zusammen. Hallo. Hallo. Idiot. Was? Ich hab nichts gemacht, außer hallo. Das reicht doch schon. Ja, hallo. Machen wir was heute? Du wolltest eine Ansage machen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen heute nicht. Gar nicht? Nein. Nie wieder? Und an uns herum. Ich komme auch rübergerutscht auf deine Seite. Oh, die spärzliche Seite. Sag mal, okay, wir sollten mal so eine Glasplatte hier einbauen, glaube ich. Das wäre cool. Dringend. Schon Mikro? Nein, also, ja. ganz zurück. Zurück? Wir haben 700 Abonnenten. Yeah! Ist dein Ton kaputt? Und wir dachten uns, heute mal was ganz anderes. Was? Wir machen mal ein Quiz, ein Test, ein Selbsttest aus einer Frauenzeitschrift. Und zwar lautet der Test, welcher Gaming-Typ du bist. Sprichst du mir gerade mit Brettspiel, Konsole oder doch eher der Kartentyp? Ob das gute alte Mensch ärgere dich nicht, Bowling auf der Wii oder ein spannendes Pokerspiel, die Geschmäcker sind verschieden. Ja. Doch, was machst du am liebsten? Stehst du eher auf einer Party Phase 10, ein Jump-and-Run-Spiel auf der Konsole oder doch eher auf Risiko? Mach mit uns den Test und finde es heraus. Quiz starten. Das hast du schön gelesen. Frage 1 von 10. Es sind nur 10 Fragen. Passt gut auf. Also, 10. Wie entspannst du nach einem langen, anstrengenden Tag? Jetzt sag nicht irgendwie vergleihen, sondern es gibt vorgefertigte. Also erstens, ich lese ein gutes Buch. Was? Ich unternehme was mit meinen besten Freunden. Ich habe keine Freunde. Ich schaue fern. Das war's, mehr gibt's nicht. Duschen, also ich rumspielen und so steht da nicht. Also Buch lesen, mit Freunden was unternehmen. Fernsehen. Nimm mal, ich lese ein Buch. Ein Buch. Ein Buch. Weiter. Weiter. Ich kenne die Fragen nicht. Was machst du an einem Samstagabend? Wieder nichts Sexuelles bitte, sondern... Wieder an mir rumstellen. Spieleabend mit Freunden. Samstagabend. Ich gehe bis in die Morgenstunden tanzen. Ja, klar. Irgendwas Ausgefallenes fällt mir immer ein. Nichts Sexuelles. Ich bin trotzdem zäh. Scheiße. Würdest du mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springen? Nein. Nein, niemals? Ja klar, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Vielleicht. Nein. Nein. Da bin ich schon zu alt für. Bist du eher ein Einzelgänger oder gerne unter Menschen? Ich bin gerne unter Menschen abends, aber auch froh, wenn ich meine Ruhe habe und die Tür hinter mir zumachen kann. Ich bin gerne allein. Ich kann einfach nicht allein sein und bin eigentlich so gut wie immer unterwegs mit Freunden. Also gerne unter Menschen, aber abends auch mal alleine? Ja. Oder du bist gern allein oder ich kann nicht allein sein? Das ist mal so. Ich bin mal ganz gerne auch alleine. Aber ich bin auch ab und zu mal Leute, ich bin ja so allein. Nimm ab. Pfeife. Was ist deine Lieblingsfernsehsendung? Jetzt kommt's. Grey's Anatomy, Schlag den Raab, die Simpsons. Wenn ich wählen müsste... Du musst wählen. Dann nehme ich die Simpsons. Die Simpsons. Die Simpsons. Wovor hast du am meisten Angst? Also nicht Sexuelles jetzt oder so, sondern... Vor ihm und vor diesen Fragen. Vor der Dunkelheit. Was? Vor Spinnen oder vor dem Alleinsein? Ich bin da so allein. Da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, dann sind es die Spinnen. Hast du echt Angst vor Krabbelfiechern? Wenn sie zu nahe kommen... Also in den Mund reinkrabbeln und so. Und wenn sie dann so groß sind. Genau. Ich mach mal weiter, ich komme da nicht rein. Bist du eher ein Tag- oder ein Nachtmensch? Auf jeden Fall ein Nachtmensch, wie oft ich schon die Nächte durchgemacht habe. Oder ich bin eher am Tag aktiv, nachts schlafe ich lieber, als zu feiern. Oder kommt drauf an, unter der Woche ein Tagmensch, am Wochenende bin ich dann eher nachtaktiv. Nacktaktiv. Ich bin eher nacktaktiv. Soll ich 10 nehmen? Ich bin der Typ, der tagsüber aktiv ist. Ich bin eher am Tag aktiv, nachts schlafe ich lieber als zu feiern. So siehst du auch aus. Genau. Welche Musik hörst du am liebsten? Ich höre eigentlich alles. Ja. Rock, Hip-Hop. Alles. Ich höre eigentlich alles. Eigentlich ist auch schon eigentlich. Ist eigentlich schon scheiße, ne?
Treibst du Sport? Ja. Keine Frage. Ja, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und jogge. Gut, Ballsportarten liege ich ja an. Zu Bälle, ja. Was, ja. Nein, ich bin einfach zu faul und habe meistens keine Zeit. Oh, ich nehme mal Antwort. Ich nehme mal C. Ich zu faul, so, ey, hallo. Ich nehme C. Für dich. Danke. Frage 10 von 10, dann hast du es auch geschafft. Ja. Welche zwei Adjektive beschreiben dich am besten? Was ist ein Adjektiv? Gewissenhaft und zuverlässig, witzig und freundlich. Nein, du bist nicht witzig. Ausgelassen und kreativ. Ausgelassen und kreativ. Ich bin auch ausgelassen. Wir reden von dir. Ach so. Du sollst dich. Was war die Frage nochmal? Welche zwei Adjektive dich am besten? Du willst wirklich ausgelassen und kreativ. Was war das erste Mal? Gewissenhaft und zuverlässig. Denn witzig und freundlich oder ausgelassen und kreativ? Ja, alles. Du kannst dich alles antreten. Nein. Also bist du eher gewissenhaft oder eher witzig? Oder bist du eher witzig oder eher ausgelassen? Bist du eher kreativ oder eher freundlich? Ich bin ein ausgelassener Typ. Bist du eher freundlich oder eher zuverlässig? Das musst du beantworten. Das ist dein Quiz, hallo. Also, man selbst kann sich selbst nicht beurteilen in dieser Art und Weise. Das ist sag was. Was? A, B oder C? Nehmen wir nochmal das Letzte. Quiz abschließen. Jetzt bin ich ein Panda-Bär. Okay. Wir haben 5 Minuten und 3 gebraucht. Sie haben 51 von 90 Punkten erreicht. Das sind 56,67%. Du liebst das Risiko. Du magst es aufregen. Sowohl im Spiel als auch im Leben. Du lässt nichts aus. Sei es der Fallschirmsprung aus dem Flugzeug. Hallo, hat er gesagt, Melanie. Hallo. Die Backpacking-Tour durch Indien oder das aufregende Pokerspiel unter Freunden. Das Ding ist kaputt, oder? Für dich gibt es nichts Besseres als einen ansteigenden Adrenalinspiegel. Ist ja sicher, dass das richtig und um ist. Deinen Nerven auch mal etwas Entspannung zu gönnen, snackst du zwischenzeitlich gerne ein paar der unglaublich leckeren Dime-Snacks von Milka. Die knusprigen Cornflakes und die karamelligen Dime-Stückchen mit der beliebten Milka-Alpenmilch-Schokolade. Das gerade aus, oder? Und lass mich zum Sieger werden. Nein, das steht hier. Das ist Werbung für Milka. Aber absolut. Nein, doch. Das will ich nicht, das will ich nicht. Das war's, das war unser 700 Abonnenten-Special mit dem risikoreichen Smack. Bis zum nächsten Mal. Nach Hause. Mama.